damit mal wieder. Hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Ich hatte ja in letzter Zeit so ein paar Differenzen mit der Lego City Reihe. Aber ich bin noch lange nicht dazu bereit, diese Reihe, die so viele Kindheiten geprägt hat, aufzugeben. Und dementsprechend schauen wir uns heute mal wieder ein Lego City Set an. Und zwar die Lego City 60314. Ein 5 Plus Set, in dem wir einen Eiscremewagen haben, der als Tarnung dafür dient, um einen Bankautomaten zu klauen. Wir haben dann auch diese zwei als Eiscreme verkleideten Diebe und ein Polizeifahrzeug, was wir mit einem Ice Cream Launcher beschießen können und damit eine Verfolgungsjagd spielen können. Ist natürlich ein bisschen abgedreht, aber ich stelle das eigentlich ganz lustig vor. Auf der Rückseite sehen wir dann nochmal den Eiscremewagen von einer anderen Seite, ein paar Spielszenen, die damit möglich sind. Und davon abgesehen ist die Packung jetzt nicht sonderlich spannend. Dementsprechend würde ich sagen, ich mache das Ganze mal auf und wir schauen uns zusammen die Teiletüten und die Anleitung an. Und in der Packung finden wir natürlich die Teiletüten. Die linke erinnert so ein wenig an Lego Friends, die rechte an das kleine Polizeifahrzeug, das wir uns schon von City angeschaut haben. Ich hoffe, dass wir mit dem mehr Spaß haben werden als mit dem kleinen Polizeifahrzeug. Davon abgesehen haben wir hier drei Bauabschnittstüten. Das Set ist natürlich so aufgebaut, dass es ein absolutes Einsteigerset ist und von jedem bezwungen werden kann. Das ist ja aber in der Lego City Reihe auch gut so. Über die Steinequalität reden wir wie immer dann, wenn es soweit ist, also während des Baus. Und dann haben wir noch zwei Anleitungen, eine für das Polizeifahrzeug und eine für den Eiscremewagen. Die Anleitung ist wieder hochwertig von den Drucken und auch von der Papierqualität. Und beim Polizeifahrzeug haben wir 43 Bauschritte auf 48 Seiten, sowie die Teilliste zum Set. Ihr könnt euch das Video wie immer gerne anhalten, wenn ihr euch das nochmal näher anschauen wollt. Und in der Anleitung zum Eiscremewagen sehen wir, dass hier der zweite und der dritte Bauabschnitt stattfinden wird. Und hier haben wir 111 Bauschritte auf 98 Seiten, bei denen gebaut wird. Insgesamt hat die Anleitung dann 103 Seiten. Auf der Rückseite dieser Anleitung haben wir dann auch noch Werbung für die anderen City-Sets. Das haben wir uns ja schon angeschaut. Und wie gesagt, ich hoffe, dass dieses jetzt als nächstgrößeres Set ein wenig besser abschneiden kann. Für dieses Set würde Lego eigentlich 30 Euro verlangen, aber wie immer ist auf City ein großer Rabatt drauf. Dementsprechend bekommt man es bei den großen Versandhäusern für um die 20 Euro, wenn man Glück hat, sogar noch ein Stückchen günstiger. Und auch dabei ist der Stickerbogen. Bei einem Lego City Set ist ein Stickerbogen völlig in Ordnung. Cooler wäre natürlich trotzdem bedruckt, aber ein paar Teile bei diesem Fahrzeug sind auch bedruckt, denn zum Beispiel das Police war ja auch bei dem schlechten kleinen Fahrzeug bedruckt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Set, fange dementsprechend jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Und das erste Mal sehen wir uns nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Hier haben wir so ein kleines Polizeiautochen gebaut und einen Bankautomaten, den wir dann ausrauben können. Der Bankautomat ist so aufgebaut, dass er hier auf einer Jumbo Plate steht, sodass man ihn dann rausziehen kann. Und hier haben wir noch eine Klappe, in dem sich zwei Geldscheine befinden. Das hier ist ein Druck, das ist schön, das ist ein Sticker, das ist weniger schön. Und dann haben wir noch das Polizeiauto. Es ging hier dieses Mal farblich. Wir haben zwar immer noch ein paar bunte Steinchen drin, die nicht ganz 100% passen, aber es war auf jeden Fall besser als bei dem einzelnen Polizeiauto. Die Prints an der Seite sind dieselben, wie wir das auch schon von dem anderen Polizeifahrzeug kennen. Designmäßig gefällt mir das hier aber besser. Hier vorne haben wir einen Sticker, das Weiß passt eher mäßig zum Rest des Teils. Türen haben wir leider wieder nicht, können aber hier oben das Dach abnehmen. Einen Sitz haben wir leider auch nicht, aber wenigstens noch ein Lenkrad. Und wir haben bei dem Fahrzeug ein Spielfeature, denn wir können, wenn wir dann den Eiswagen stoppen wollen, hier hinten eine Kiste nach oben schwenken und hier diese Teile nach hinten werfen, um die Reifen des Eiswagens zum Platzen zu bringen. Das ist so eine Art mobiles Nagelband. Die Teile dazu sind ganz interessant, die sind aus Gummi und können damit auch niemanden verletzen, weil hier ja doch einige schärfere Kanten dran gewesen sind. Aber dadurch, dass es Gummi ist, kann da eben nichts passieren. Also ich finde das Auto okay. Es wäre als Einzelset keine Weltneuerung, aber gerade mit dem Spielfeature ist das wirklich in Ordnung. Es ist jetzt aber auch kein City-Weltwunder. Ich baue jetzt auf jeden Fall noch den Eiswagen und dann schauen wir uns zusammen den Eiswagen und die Figuren an.
Und nach den letzten zwei Bauabschnitten ist auch der Eiswagen fertig. Das sieht wirklich in Ordnung aus, erinnert mich eher an Friends als an City, aber so ein Eiswagen ist nun mal so bunt. Leider, die meisten Details hier dran sind Sticker. Und nur innen befindet sich dann ein Print. Bei dem haben wir einmal das Spielfeature, dass wir hier hinten einen Haken haben. Diesen Haken können wir beim Bankautomaten einhängen und dann losfahren und damit das Geld klauen. Das ist ja soweit ganz in Ordnung zum Spielen. Und wir haben hier oben den Eiscremewerfer. Da können wir diese Klappe mal aufmachen und können hier oben eben dann feuern und damit Eiscreme verschießen. Insgesamt haben wir drei von diesen Teilen hier dabei. Das ist auch ein Spielfeature, was ich ganz in Ordnung finde. Auch hier können wir das Dach abnehmen. Von der Inneneinrichtung ist der Eiswagen dann leider fast identisch wie das Polizeifahrzeug. Was mir aber beim Eiswagen noch ganz gut gefallen hat, wir können hier die Wand wegklappen und haben hier drin nochmal einen Print, so eine Art Kassenverkaufsstand und so ein bisschen Eis, damit eben hier die Verbrecher vortäuschen können, dass sie auch wirklich Eis verkaufen. Und dann haben wir natürlich noch die Figuren. Und dabei haben wir die zwei Verbrecher, einmal kostümiert mit Eiscreme oder auch mit einem blauen Haarteil bzw. einer pinken Cap. Die zwei Verbrecher sind auch mit einem Trennschleifer und einem Brecheisen ausgerüstet und die Polizistin hat zwei Handschellen dabei. Die Polizistin hat auch ein Wendegesicht, einmal dieses und einmal dieses hier. Und die Polizistin ist dabei auf der Brust bedruckt und auf dem Rücken. Die Beine sind leider gar nicht bedruckt. Das ist wirklich eine komplette Standard-City-Polizistenfigur. Bei den Verbrechern hat die pinke Figur kein Wendegesicht. Die blaue hat ein Wendegesicht. Sie sind beide auf der Brust bedruckt, die pinke nochmal auf den Beinen und sie sind beide auf dem Rücken bedruckt. Ich finde die eigentlich ganz in Ordnung als Verbrecherfiguren, gerade durch die originelle Verkleidung. Dazu haben wir dann auch noch ein paar Ersatzteile. Das ist so Standard kleines City-Gefuddel und das ist der gesamte Umfang, den wir bei diesem Set hier bekommen. Und, was ich noch gar nicht erwähnt habe, der Ice Truck hat auch Türen. Man mag es kaum glauben. Also ich muss sagen, das ist natürlich kein perfektes City-Set, was einen jetzt irgendwie vom Hocker haut. Aber ich finde, es bietet für die 30 bzw. realistisch mit Rabatten 20 Euro wirklich einen guten Spielwert, den ich bei City in letzter Zeit ein wenig vermisst habe. Und dementsprechend kann ich euch dieses Set auch empfehlen. Mit dem Set kann man auf jeden Fall seinen Spielspaß haben. Lego hat sich hier wirklich was Lustiges ausgedacht. Und ich finde, das passt perfekt in die City-Welt rein. Dementsprechend meckere ich hier auch nicht über solche Kleinigkeiten, wie dass es eben die Sticker sind. Ich erwähne es natürlich, aber ich finde es in so einem Fall gar nicht schlimm, weil eben der Rest von dem Set überzeugt hat. Wir haben zwar die ein oder anderen Farben, aber es ist keine riesen Farbseuche, das ist wirklich alles in Ordnung. Es gab noch einen kleinen Fehler in der Anleitung, das ist ja bei Lego doch auch sehr selten. Dort sollte man nämlich auf dem Bankgerät eine 2x2er Fliese in Weiß platzieren und die wurde zwar oben in der Anleitung auch gezeigt, aber nicht im Bauschritt unten platziert und auf der nächsten Seite saß sie schon. Das ist kein riesiger Fehler, man konnte natürlich trotzdem sehr gut danach bauen, aber doch eher selten, dass Lego solche kleinen Fehlerchen drin hat. Trotzdem hatte ich mit diesem Set wie gesagt viel Spaß und denke, dass auch Kinder durchaus damit ihren Spaß haben können. Dementsprechend gibt es von mir hierfür eine Kaufempfehlung. Und wenn City jetzt noch einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geht, dann kann mein City-Herz endlich wieder ein wenig mehr lachen. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch diese Review gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.